Aber wir sprechen hier nicht davon, dass irgendein Medikament oder so mal angewendet wird. Wir sprechen von einer Menschheitsfrage, nämlich sollen Menschen darüber bestimmen, mit welchen Genen andere Menschen und zukünftige Generationen auf die Welt kommen. Und insofern finde ich es problematisch, dass die Wissenschaft einfach voranschreitet, ganz entkoppelt von irgendeinem gesellschaftlichen Diskurs und diese Versuche einfach tut.